Hi, ich wollte euch was zeigen, was so besonders ist, was ich ja auch selber durch die Beobachtung auch zum Teil festgestellt habe. Ich will jetzt echt nicht so auf Experte machen, nur guckt euch an, was hier eigentlich steht. Und das ist sehr interessant, weil die Görlitzer Geologen sind diesem Rätsel auf der Spur. Weil eigentlich müssten sie inzwischen viel stärker abgetragen sein. Ja, ist mir auch aufgefallen. Und wisst ihr, was denn aufgefallen ist? Und das möchte ich auch zeigen, damit man sieht, dass ich jetzt nicht übertreibe manchmal, wenn ich so Witze mache oder sage, die wissen nichts. Ja, ich möchte ja keinen beleidigen. Ich bin ja selber, was weiß ich schon. Nur habe ich durch die Beobachtung eben festgestellt, dass dort oben Schlacke ist, so frische, auch diese Asche, das ist auch die ganze Form und die Schärfe der Kanten. Und genau das steht hier. Die Görlitzer Geologen, also die, ne, sagen eigentlich das Gleiche. Und hier steht das nochmal deutlicher mit Ausrufezeichen. Daher stellt sich die Frage, wieso die Vulkane der Oberlausitz teilweise noch so gut und mit allem Drum und Dran erhalten sind. Und ihr müsst euch vorstellen, hier sind 500 Vulkane in der Oberlausitz und die meisten waren so angeblich um die 30, vor 30 Millionen Jahren aktiv. Irgendwas zwischen 28 und 32 Millionen, keine Ahnung. Aber das kann irgendwie nicht sein. Und das schreiben die hier. Und das sind Experten. Und das ist die Form und die ganzen, das ganze Zeug, was noch da liegt, das habe ich doch selber letztens gesehen. Und ich bin wirklich ein richtiger Amateur, wie man sieht. Ich kenne manche Wörter hier nicht mal richtig. Aber man sieht durch die Beobachtung, wenn man sich das so anguckt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und wenn man da oben noch eben diese Schlacke und dieses lockere Gestein findet, dann glaubt man einfach nicht mehr, dass das 30 Millionen Jahre her sein können. Und ich möchte hier gar nicht lange mehr drauf eingehen. Ihr könnt euch das selber durchlesen. Hier steht eindeutig, dass das absolutes Rätsel ist, wieso das so frisch aussieht. Also ist irgendwie witzig, weil ich glaube, die müssen in dieser Zeit versuchen, das zu datieren und die Beweise sprechen was ganz anderes. Und jetzt heißt das nicht, dass ich recht habe, dass das irgendwie vor 12.000 Jahren war, aber die 30 Millionen Jahre könnt ihr auf jeden Fall vergessen. Das ist wahrscheinlich viel weiter von der Realität entfernt als mein Quatsch. Behaupte ich einfach mal. Und in der Eifel gibt es Vulkane, die waren vor 10.000 und 12.000 Jahren aktiv. Habe ich eben so eine Doku noch gesehen, da war ein Geologe und der hat gesagt, ganz deutlich vor 10.000, 12.000 Jahren, manche vor 14.000 Jahren. Und das waren richtig fette Vulkane dort. Ja, das zieht sich durch ganz Deutschland. Und hier steht genau das, was ich letztens euch gezeigt habe. Ich habe es auch schon zwei, dreimal gezeigt, diese eine Stelle. Man kann es mit bloßen Händen praktisch hier lösen. Ja. Und spätestens die klimatischen Prozesse zur Eiszeit müssen die vulkanischen Lockersedimente vollständig abgetragen haben. Muss ihr euch vorstellen, 30 Millionen Jahre liegen die dort und wie viele Eiszeiten in der Zeit gab es schon? Oder wie viele Regen, wie viel Frost? Und tropische Klimen bis, keine Ahnung, Sibirien, Kälte. Hier steht das ganz deutlich. Dann bleibt man bei der Arbeitshypothese, dass die Vulkankegel seit ihrer Entstehung vor rund 30 Millionen Jahren der Erosion ausgesetzt waren, müsste es auch entsprechende Abtragungssedimente geben. Ich glaube, das sagt eigentlich alles. Die Datierungen sind wahrscheinlich völliger Quatsch, wenn die. Oder auch nicht, von mir aus glaubt, was ihr wollt. Aber ich wollte sagen, dass ich manchmal so Sachen erzähle und am Anfang gibt es bestimmt ein paar Leute, die schütteln den Kopf und denken sich, was will der? Aber wenn man die Details dann zeigt und die paar Tage erst später findet, ich habe das davor nicht gesehen, ja, dann geht man gerne damit an, wenn die Experten rätseln. Und das Beste ist noch natürlich, dass hier an der Landeskrone viele Experten aus der ganzen Welt waren. Und wenn sie reden, da reden sie so richtig flüssig. Die Deutschen hören nur zu. Echt jetzt. Ich habe eben eine Doku gesehen. Da waren verschiedene Art, also aus verschiedenen Ländern, Geologen, auch hier in der Eifel. Und die haben da ganz klaren Text geredet, ne? Dass das jederzeit auch explodieren kann. Jetzt ohne Panik machen. Aber die sind überfällig. Und wenn da Vulkan, wenn da Blasen kommen aus dem Rhein, aus dem Wasser überall und ständig kleine Erdbeben sind, dann heißt das, dass die Kammern sich füllen. Aber natürlich passt das nicht in unsere Welt, weil entweder macht man nonstop Panik mit irgendwelchen Filmen, Asteroiden, Vulkane, Kriege, dies, das.
dann geht diese reale Gefahr ein bisschen unter. Sehr viele leben auch natürlich in Neapel, jetzt haben wir so einen Fall. Evakuiert die mal dort, wie viele, ein paar Millionen Menschen. Die leben da in einem 12 Kilometer breiten Krater drin. Das ist ein Grazer Kraterfeld. Ich will keine Angst machen damit, aber ihr seht, dass das alles so, diese Sicherheit ist absolut, steht nur auf dem Papier. Und ich wollte nur sagen, dass jedes Jahr 50 bis 70 Vulkane ausbrechen. Man weiß gar nicht, wo waren, manche ohne Vorwarnung. Wir haben momentan über 1500 aktive Vulkane. Und hier seht ihr 500 Vulkane alleine in den Lausitz. Da seht ihr, das müsste schnell abgetragen werden in Pflanzendecke und sowas. Nein, es gibt das nicht. Wieder mit Ausrufezeichen. Könnt ihr euch gerne durchlesen, da steht eindeutig, dass praktisch alles dagegen spricht mit dieser 30 Millionen Jahren Angabe. Hier steht das doch und ich habe das durch meine Beobachtung gemerkt. Aber jetzt sage ich erstmal Tschüss, bevor das wieder ausartet. Tschüss.